So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Resume hier. Und ja, ich freue mich ganz, ganz, ganz doll auf unseren Hallo, meine David. Yay! Lieben. Oh, da kenne ich ein paar bekannte Gesichter. Seid ihr denn gerade unterwegs? Die Städte, die kommen zu vielen meinen Kursen. Die ist mir sogar nach Polen nachgereist. Was für eine Überraschung. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Gratis-Zoom über den Foundation-Kurs, den neuen Foundation-Kurs. Wie ihr vielleicht wisst, wird ja das Foundation Manual einmal im Jahr von Gary und Dane umgeschrieben, sozusagen an die aktuellen Ereignisse, an die Evolution im Bereich Gewahrsam und Bewusstsein angepasst. Und dieses Jahr gab es eine super coole Änderung. Und da nicht so viele Menschen auf WhatsApp und Telegram und auf all diesen Instagram und so fragen, haben wir gedacht, Mann, ich tippe nicht so gern. Ich mache doch lieber ein Gratis-Zoom und beantworte euch hier eure Fragen oder gebe euch so mal ein bisschen Informationen, was denn da so neu ist. Aber bevor wir damit beginnen, wer von euch hat denn noch nie einen Foundation-Kurs gemacht? Gibt es jemand, der ganz neu ist? Hast du gefragt, Elisabeth, gibt es jemand, der ganz neu ist? Ja, die Tessie ist ganz neu. Oh, alle anderen sind altgesottene Foundation-Besucher, so wie ich hier vor 9 Jahren meinen ersten Foundation-Kurs besucht. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 15 oder 20 Mal diesen Kurs besucht, weil er für mich immer neu ist. Aber Tessie, hallo, freut mich, dass du hier bist. Also auch für die, die das vielleicht dann, die sich die Aufzeichnungen anhören. Der Foundation-Kurs ist so ein Spaziergang durch die Welt von Access Consciousness und streift sozusagen jeden Bereich, in dem ich die Tools einsetzen kann. Es gibt also die Grundlagen, ja, das Clearing Statement, eine unglaublich effiziente Methode, um Dinge loszuwerden, um Blockaden zu lösen, um einfach darüber wegzuhinkommen. Ja, das ist so effizient. Warum? Weil man nicht nachdenken muss. Warum habe ich die Blockade? Woher kommt sie? Und all dieses Aufarbeiten der Vergangenheit. Für manche Leute ist das wichtig, so zum Beispiel für meine kleine Schwester. Die war mal bei einem Kurs von Access und hat gemeint, das geht mir alles zu schnell. Man hat dann halt eine Psychotherapie gemacht über 2 Jahre. Ja, hat auch funktioniert. Also diese Methode des Clearing Statements ist halt wirklich für die Ungeduldigen, die ganz schnelle Veränderungen haben wollen. Das geht so richtig auf energetischer Ebene zu dem Punkt, wo diese Blockade kreiert wurde, ohne herausfinden zu müssen, warum und wieso. Ja, da geht es nicht darum, warum habe ich die und wer hat mir das angetan und warum gerade ich. Hey, wurscht, ja, loswerden sollst du das. Also das ist relativ pragmatisch und dann wird das einfach weggelöscht, ja. Ausgelöscht, so wie wenn man eine Kerze ausbläst. Ja. Das ist dieses Clearing Statement, diese Methode, durch Fragen diese ganzen Energien hochzubringen und dann so wirklich energetisch auf energetische Ebene hier aufzuräumen. Das ist so dann die Grundlage von Access Consciousness. Die Methodik dahinter ist es, den Ursprung jeder Art von Beschränkung, von negativen Glaubenssätzen, was soll ich sagen, unkreieren, ja. Man arbeitet es nicht auf, man deckt es nicht ab, nein, es wird einfach in der Wurzel aufgelöst, sodass es dann gar nicht mehr da ist. Was der Nebeneffekt davon ist, weil man es ja sozusagen an der Wurzel packt und auflöst, man vergisst dann recht schnell, dass man diese Probleme hatte und erkennt selber nicht so sehr, wie sehr man sich verändert, weil es einfach weg ist, ja. Ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, dass andere gemerkt haben, dass ich auf einmal so entspannt bin und auf einmal so gelassen bin und nichts bringt mich mehr aus der Ruhe. Und dann habe ich gedacht, aha, ah ja, wirklich, ich selbst habe es gar nicht gemerkt, aber mein Umfeld, ja. Und das ist das Tolle daran, es ist dann wirklich weg und dadurch wirklich effizient, ja.
Das ist sozusagen die Grundlage. Und dann kann man natürlich die Tools von Access Consciousness in wirklich jeder Lebenslage anwenden. Ja? Es gibt ein Thema über Beziehungen, über Sexualität, über Geld, über Business. Die Klitschs sind hoch erfreut. Es gibt Entitäten. Ja? Das Thema Entitäten wird angesprochen. Man muss ja nicht an Geister glauben, ja. Ein Geist, eine Entität ist ein bisschen anders. Es gibt sowas wie unsere Seele. Und wenn man sozusagen an die Wiedergeburt glaubt, ja, und das bleibt bei jedem überlassen, aber für die, die sozusagen an die Existenz einer Seele glauben, ja, und auch an die Wiedergeburt glauben, gibt es ein tolles Kapitel über sprich mit Entitäten, man kann kommunizieren mit diesen Entitäten. Viele Leute können dadurch wunderbar Klarheit bekommen über all die Dinge, wo man in dieser Realität sagt, man, der ist ja verrückt und der redet mit Geistern und der hörte, ja, so wie die berühmte Jeanne d'Arc, ja, da hat man auch gesagt, die war verrückt und hat mit Geistern gesprochen. Bin mir da nicht so sicher, ob die nicht ein paar Entitäten hatte, die sie unterstützt haben, bei dem, was sie gemacht hat. Also da kann man eintauchen in das Thema. Und ein großer Teil ist natürlich auch unser Umgang mit unserem Körper. Ja, die Verbundenheit mit dem Körper, die Einheit mit dem Körper. Und da gibt es sowas, das nennt sich Körperprozesse. Ja, das ist Energieflüsse starten durch Aktivieren an gewissen zentralen Energiepunkten am Körper. Und diese Körperprozesse sind eben auch Teil vom Foundation-Kurs. Und vor, ich glaube, 3 Jahren, da gab es meinen Lieblingskörperprozess, der hat MTVSS geheißen. Ein Körperprozess, der das Immunsystem stärkt, ja, und dem Körper sozusagen diesen Immunsystem-Booster gibt und alle körpereigenen Systeme aktiviert, die Vitalität und das Immunsystem stärken. Und dieser Körperprozess, den kann man wirklich überall einsetzen, ja. Wenn man verkühlt ist, wenn man krank ist, wenn man ausgelaugt ist, wenn man Sport macht, also der ist irgendwie so ein Allrounder. Und irgendwie ist der aus dem Foundation-Kurs verschwunden und in den 3 Tage Körperkurs gewandert. Und machst du, was für ein Verlust. Und dann habe ich natürlich angefangen, einige von euch wissen vielleicht, ich bin ja auch der Rechtsanwalt von Access Consciousness und ich habe sehr viel mit Gary Douglas persönlich zu tun und als dann der Global Foundation in Prag kam, immer frühstücken gegangen vom ersten Tag und habe ich angefangen, sozusagen ins Ohr zu pflanzen. Ja, und warum ist der Foundation nicht mehr da? Warum ist der MTVSS nicht im Foundation? Nein, am 3. Tag hat er irgendwann gemeint, ja, warum geben wir ihn dann nicht einfach wieder zurück? Und ich so, ja, das heißt, MTVSS, Körperprozess, ist zurück im Foundation. Und der ist, ich weiß, das hat mich bei meinem allerersten Kurs schon so unglaublich fasziniert, ja. Das Aktivieren der körpereigenen Kräfte, ja, aber nicht durch Meditation, ja, nicht durch das Anstrengen des Gehirns, sondern durch den Körper selbst. Das sagt man ja sogar in der klassischen Psychologie, dass also 10% spielen sich unserem Bewusstsein ab und 90% von dem, was wir wahrnehmen, ist im Unterbewusstsein. Access entscheidet nicht unter Bewusstsein und Unterbewusstsein, sondern sagt, ja, Bewusstsein ist Bewusstsein, es gibt das kognitive Denken und es gibt das Wissen. Und mit den Körperprozessen können wir direkt auf das Wissen, ja, oder in der klassischen Psychologie auf das Unterbewusstsein zugreifen und energetisch verändern, was verändert gehört, ohne es kognitiv überlegen zu müssen. Ja, man nimmt sozusagen eine Abkürzung am Denken, am kognitiven Denkprozess vorbei und kann so richtig in die Energie und aus der Intuition heraus dann sozusagen agieren und auch den Körper benutzen. Und da gibt es ein paar coole Übungen, ja, für die Pausen, ja, wenn wir Mittagspause machen, wie man ein Restaurant findet, ja, da kann man zum Beispiel den Körper fragen, was man essen soll. Also da gibt es auch ein paar lustige Methoden, die wir dann üben werden. Und diesen MTVSS-Körperprozess, der ist für mich dann die Grundlage also seit 9 Jahren. Ich glaube, ich habe den 300 Mal ja, schon bekommen. Ich habe dann auch einmal eine sozusagen
so eine Challenge gemacht, ja. Da ist ein Freund von mir zu Besuch gekommen und wir haben gesagt, nein, wir machen jetzt 30 Tage MTVSS und dann wirklich 30 Tage lang jeden Tag hat jeder jedem den Körperprozess für 1 Stunde gegeben. Das war ja vor 9 Jahren. In 9 Jahren bin ich einfach nicht mehr krank. Ich weiß nicht, wie oft ich Covid gehabt habe. Ich habe es nicht einmal gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Aber merke jetzt auch, wenn mein Körper Ruhe braucht. Ja? Weil meistens ist ja Krankheit, Erschöpfung, Verkühlung, Fieber ja einfach nur ein Aufschrei des Körpers. Hallo, gönn mir mal eine Pause. Ja? Mit unseren tollen SUVs, Turboautos fahren wir auch nicht ständig im Vollgas. Ja? Einige von euch vielleicht. Aber irgendwann ist es dann auch gemütlich, so dahin zu cruisen, ja, oder dass selbst am Auftanken muss man mit dem Auto eine Pause gönnen, ja. Also man lernt ja auch Krankheit, ja, nicht als Fehler zu sehen, sondern als Art und Weise, wie der Körper mit jemand kommuniziert. Wenn was weh tut, sagt der Körper, hallo, ich brauche deine Aufmerksamkeit, ja. Und wenn man das sozusagen, alle, die Kinder haben, wenn das Kind weint, tut man ja auch nicht den Polster darüber, dass man es nicht mehr hört, ja. Da muss man ja schauen, warum weint es. Oh. Also, und mit unserem Körper machen wir das. Ja, mit diesen ganzen Tabletten stumpfen wir nur ab. Ja? Keiner geht ja an die Ursache der Symptome heran. Diese Körperprozesse sind jetzt keine Heilmethoden. Ja? Also, das möchte ich auch dazu sagen. Aber es sind einfach Methoden, den eigenen Körper besser kennenzulernen, also so richtig gut kennenzulernen, so dass man, wenn man brav ist und sie dann halt auch übt, ja, und immer wieder gibt und empfängt, macht man so seinen Körper zu seinem besten Freund, wo man dann sagt, hey, was möchtest du heute machen? Willst du dich bewegen? Willst du was essen? Was willst du essen? Ja, also diese Koexistenz oder Kokreation mit dem Körper anstatt wir gegen den Körper. Du hast zu funktionieren, weil ich will. Das ist ja das, wie die meisten leben. Und diese Körperprozesse sind tolle, ein unglaublicher Beitrag, im ganzen Leben mehr Leichtigkeit zu haben. Was dann, also diese MTBSS ist eben zurück. Ja. Es gibt dann noch ein paar andere Körperprozesse, die unglaublich, ein unglaublicher Beitrag sind. Was auch ganz neu in den Foundation kommt, ist sozusagen das Thema Systeme und Strukturen, ja, die Unterscheidung, wir lernen ja oft, ja, also Fließbandarbeit, ja, das ist die klassische, das ist das klassische Beispiel für eine Struktur. A führt zu B und man muss immer das Gleiche machen und die gleiche Tätigkeit führt immer zum gleichen Ergebnis. Und wir haben ja meistens oder zumindest aus unserer Elterngeneration noch gelernt, dass man eine Struktur im Leben braucht, man muss eine Ausbildung machen, man braucht einen fixen Job und man kann auch nicht immer nur Spaß haben und dieser ganze Blödsinn und du musst doch wo fix angestellt werden. Und umso mehr Struktur man hat, umso solider steht man mit beiden Beinen im Leben. Und wehe, man kommt da mal so ein bisschen aus dieser Geschichte, dann heißt es einmal, ja, verbrenne deine Finger und das Icarus-System und flieg nicht so hoch und du wirst alles verlieren. Also all diese Angstmache, ja, wo wir sagen, ma, ich bin lieber da, wo ich bin und ja, nicht bewegen, weil es könnte was passieren. Haben sich ein paar ganz, ganz tolle Tools herauskristallisiert, wie wir diese Strukturen, ja, weil natürlich, man braucht eine gewisse Struktur. Wir leben im Jahr 2024, die Dinge, die wir haben, Technologie, Arbeit. Wenn ich eine Flugreise antrete, muss ich auch pünktlich sein, weil das Flugzeug hat einen Abflug. Kann ich nicht sagen, oh, ich will aber jetzt nicht. Na, dann wird man den Flug versäumen und dann wird man ein neues Ticket kaufen müssen. Ende, ja. Also es gibt gewisse Dinge, wo Struktur erforderlich ist, aber wir müssen uns dadurch nicht beschränken lassen. Und da ist eben das Thema aufgekommen, Strukturen in Systeme zu verwandeln. Ja. Und der Unterschied von einer Struktur und einem System ist, eine Struktur ist fix, ja, wie das Fließband, da kann nichts anderes rauskommen als das, was ich produziere. Und ein System ist wie ein Auffangnetz, ja. Alles, was ich im Leben kreieren und machen will, ist machbar
und handhabbar, weil ich habe so ein Auffangnetz, wo ich sage, okay, wenn das passiert, wumm, dann machen wir das so und dann machen wir das so. Das ist dieses unglaublich flexible, bewegliche Auffangnetz, das es natürlich gibt, aber das immer dann da ist, wenn ich es brauche und nicht mein Leben dominiert. Das heißt, ich kann sozusagen wild durchs Leben laufen und so verrückt sein, wie ich will. Und dann habe ich aber mein System im Hintergrund, das mich handeln kann. Und das ist eine wunderschöne Transformation, wo man sagen kann, wo habe ich in meinem Leben Strukturen, die mich beschränken, die wandle ich ein System um. Aber dann gibt es aber auch Strukturen, die ein Beitrag sein können. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die heutige Flugreisen, ja, die Luftfahrten, wenn die keine Struktur hätte und jedes Flugzeug losfliegt, wenn es will, na dann würden viele Flugzeuge zusammenstoßen. Ja. Also Strukturen an sich sind nicht schlecht. Man muss sich nur überlegen, ist diese Struktur ein Beitrag oder eine Beschränkung? Und da gibt es ganz, ganz tolle Prozesse, verbale Prozesse, die schön herauskristallisieren, wo man sofort sehen kann, Moment einmal, ist es eine Struktur, die mich beschränkt und wie kann ich sie in ein System umwandeln? Und das hat viele der vorherigen Thematiken abgelöst, weil es eben viel effizienter ist, eine Struktur in ein System umzuwandeln, anstatt zu versuchen, so viele Einzelteile zu verändern. Und das ist auch klassisch für Access Consciousness. Es entwickelt sich ja immer weiter. Und es gibt ja die Referenzmaterialien, das sind, glaube ich, mittlerweile 15.000 Seiten. Gewisse Dinge, energetische Dinge kommen auf, aber die entwickeln sich weiter. Es gibt ja nichts, Natur bleibt ja nicht stehen. Ja. Evolution ist immer da. Und so ist natürlich auch mit Bewusstsein und mit der Methode Access Consciousness. Das heißt, die Methoden, die vor 10 Jahren das absolute Novum waren, sind jetzt schon längst überholt. So wie das erste Mobiltelefon, ja, wenn man das noch im Auto hat, diese großen Kisten, das D-Netz hat man in Österreich gesagt. Das war die absolute Innovation vor 20 Jahren, aber heute hat jeder ein iPhone. Also diese Entwicklung gibt es halt auch auf der spirituellen, energetischen Ebene. Warum? Na, weil sich der Mensch weiterentwickelt, weil das Umfeld sich verändert und so muss man sich halt auch verändern. Und umso mehr Menschen. Robert, ruf doch mal den Hallo? Anwalt an, der Farid legt wieder los. Oh, das war aber ein netter, das war ein netter Input. Hallo Jonas. Ja, und diese Entwicklung wird halt jedes Jahr neu gefasst. Und zusätzlich zu System und Struktur ist jetzt ganz neu das Thema der Persönlichkeiten gekommen. Ja, das ist natürlich noch nicht im Foundation drinnen, aber es ist so präsent, dass es natürlich einfließt. Ja, Persönlichkeiten ist das, wo wir ein Image, eine Persönlichkeit kreieren, um mit gewissen Situationen, Personen im Job, in der Familie umgehen zu lernen. Und an sich ist das ja auch nicht schlecht. Man muss sich nur bewusst sein, ist das jetzt eine Persönlichkeit, ja, die ich sein muss, oder kann ich ein gewisses Verhaltensmuster wählen, wenn es mir mehr zum Erfolg bringt? Also das sind die drei Themen, die jetzt ganz neu in diesen neuen Kurs einfließen. Die Körperprozesse mit MTVSS, Systeme und Strukturen und das Thema der Persönlichkeiten. Und das fließt so schön in all die Bereiche: Geld, Business, Partnerschaft, Sexualität, Familie, Entitäten. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wenn ja, wer immer eine Foundation gemacht hat, lasst es mich wissen. Außerdem habe ich es nicht gelernt. Also, das ist sozusagen die Reise, die wir machen werden in diesem Foundation-Kurs, wird dann jedes Thema ansprechen, aber da, wo ihr die Fragen habt, das ist meistens so beim Foundation, die Leute, die dabei sind, ja, die stellen Fragen und jeder, der eine Frage stellt, ist dann immer ein Beitrag zu jemand anderem. Ich bin selbst in meinem Foundation, also das miterlebt, ich habe mir gedacht, gibt es einen Blödsinn, kann ich da jetzt nicht fragen, das interessiert doch keinen. Naja, am Tag 3 war ich dann endlich so weit, die Frage doch gestellt habe. Und meine Facilitatorin war die Susanna Mittermeier. Und ich stelle die Frage und 5 Leute im Kurs sagen auf einmal, oh, endlich. Und ich habe gedacht, das interessiert niemanden. Ja. Also das ist auch das Schöne daran an dem Kurs, auch dass er 4 Tage dauert oder 3,5 sind sie jetzt nur mehr. Man wird dann automatisch ein Beitrag. Es gibt so dieses
das ist nur für mich und das ist so blöd. Also es gibt keine dummen Fragen. Jede Frage ist ein unglaublicher Beitrag. Jede Frage kreiert diesen Kurs. Und das ist die Einladung, ja, hier ein Grundlagenwissen zu schaffen, aber da sozusagen tiefer einzutauchen, wo die Themen sind. Und es gibt hier wirklich kein Thema, das nur einen betrifft. Jedes Thema betrifft irgendwie alle. Und die Leute, die dann sich beim Kurs anmelden, am Ende des Tages denkt man immer, so perfekt hätte man das nicht mal zusammenwürfeln können. Man glaubt, das ist alles irgendwie ein Zufall. Aber am Ende des Tages ist es dann immer dieses Wow. Also das ist sozusagen ein kurzer Überblick über was neu ist im Foundation und wie sich diese neuen Themen letztendlich auf alles auswirken. Ja, die Persönlichkeiten kann jetzt nicht nur auf das Thema Beziehung, Ehe oder Familie sich auswirken. Das hat mit allem zu tun, im Geldbereich, im Businessbereich, mit dem Körper. Ja, ganz viele Menschen glauben eine gewisse Form und Struktur, die müssen so aussehen damit. Ja, das ist auch alles eine Persönlichkeit oder Form und Struktur. Das muss jetzt nicht Schlechtes sein. Ja. Das ist auch das Schöne an Access Consciousness. Die Tools sind da, um die Dinge zu verändern, die nicht funktionieren. Und die Dinge, die funktionieren, um Gottes Willen, die muss man doch nicht verändern. Viele von diesen Methoden, und ich hab ja selber, glaube ich, jede Methode, die es auf der Welt gibt, ausprobiert. Ja. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war Reiki. Das war ein bisschen zu steil, aber sonst habe ich, glaube ich, überall mal reingeschnuppert. Und was ich da halt oft erlebt habe, die haben immer so gemeint, und so musst du das jetzt machen. Ja, man sieht das ja bei den Vegetariern oder den Veganern oder den Leuten, wo dann sagen, also nur so, weil sonst passt es nicht. Access sagt, hey, nimm dir, was dir gefällt, verändere das, was dir nicht passt, aber das, was für dich passt, das genieße. Und das ist das Schöne. Dinge nur zu verändern, die nicht funktionieren. Und die Dinge, die funktionieren, danach mehr zu fragen. Und allein das ist schon einmal so eine schöne Einladung in, ja, genießt das Leben. Nichts ist falsch, nichts ist richtig. Wie kann ich das Leben mehr genießen und wie kann ich von dem, was mir gefällt, noch mehr haben und wie kann ich jene Dinge, die nicht so gut laufen, sozusagen wegschmelzen lassen, damit sie mich weniger tangieren. Aber jetzt habe ich genug geredet. Wer von euch hat denn Fragen? Habt ihr Fragen? Wollt ihr etwas wissen? Hat irgendjemand Fragen eingeschickt, Elisabeth? Oder dir Grüner und Apfelland. private Messages gesagt. Wer ist denn dieser Jonas? Hey Jonas, woher rufst du rein? Keine Ahnung. Also es gibt keine Fragen wurden eingeschickt. Ja. Wer von euch hat denn noch Fragen? Will irgendjemand wissen? Will irgendjemand irgendetwas wissen, damit ich sie rausbekomme? Ja, der Kurs ist auf Deutsch, ja. Wir haben zwei Damen aus Tschechien. Da habe ich gesagt, wenn sie kommen, dann müssen sie sich einen Übersetzer mitbringen. Die wollten dann, dass ich auf Englisch fazilitiere. Sag ich, nein, ich will endlich mal einen Foundation-Kurs auf Deutsch halten. Ich habe das nämlich noch nie auf Deutsch gemacht. Ich habe Right Riches auf Deutsch gemacht. Ich habe Business Done Different auf Deutsch gemacht. Aber Foundation noch nicht. Das heißt, es ist eine Premiere. Yay, wir freuen uns total. Also ich habe hier auf jeden Fall den Link schon mal reingemacht, weil du machst den ja in München. Ja, Und München. genau. Und wir starten ja am 25.07. Donnerstag 16:30 Uhr fängt es an und geht bis zum 28.07. von 9:30 Uhr bis 17 Uhr. Hast du eine schöne Location ausgesucht in Leim? Und ja, es sind schon paar Anmeldungen da. Und ja, wir freuen uns schon mega alle drauf. Die Wir Klitsch haben mit sind diesem auch Kurs, dabei. ja, wir haben mit diesem Kurs nur 8 Plätze und zwar, ja, pragmatisch. Ich denke mir, mich stresst es immer so, eine andere Venue zu suchen und diese Venue hat einfach wirklich gepasst. Hochsommer, sie hat Klimaanlage, schon wichtig. Da habe ich mir echt ausmachen will, dass ich will den Foundation endlich mal auf Deutsch machen. Zeitpunkt hat gepasst, aber damit wir diesen Stress nicht haben, es gibt 8 Plätze, 5 sind schon belegt, also.
Meldet euch an, kommt nach München und dann lasst uns doch einmal schauen, was wir da alles verändern können, damit ihr noch mehr Spaß an eurem Leben habt. Das ist so das Ziel. Nicht, was kann ich jetzt verbessern und wo muss ich jetzt besser werden? Nein, ihr sollt mehr Spaß haben. Ja? Wenn ihr es schon, das ist immer mein Ziel beim Foundation-Kurs, ist, dass die Menschen nach einem Foundation-Kurs mehr Lächeln pro Tag auf ihrem Gesicht haben als böse, verzweifelte Gesichter. Und dann habt ihr schon gewonnen. Ja? Ein Lächeln mehr als einmal böse schauen und ihr habt schon gewonnen. Dann zählt ihr zu den glücklichen Menschen. Und darum soll es gehen. Es geht jetzt nicht darum, alles soll eitel Wonne sein und eine rosa Brille aufsetzen. Nein, die Tools sind wirklich dazu da, dass man mit jeder Situation im Leben umgehen lernt. Ob die jetzt gut oder schlecht oder traurig oder fürchterlich ist, das ist das Schöne an den Tools. Ja? Es geht nicht darum, fürchterliches oder anstrengendes zu vermeiden. Nein, es geht darum, gewappnet zu sein mit Tools, damit euch ab jetzt nichts mehr aus der Bahn wirft. Weder im Beruf oder im Privatleben, in der Ehe mit den Kindern oder wenn ihr die Stimmen hört oder irgendwelche der Boden knarrt und da glaubt ihr immer, da geht jemand oder jeder sagt schon, ihr seid verrückt. Da kommt dann das mit Entitäten sprechen hinzu. Also es gibt wirklich keine Lebenslage, die da nicht angesprochen wird. Ja. Es gibt dann auch mit Tieren kommunizieren. Ja. Wird alles so ein bisschen angesprochen. Wo die Reise hingeht, entscheidet ihr durch eure Fragen. Das Manual bekommt ihr auch mit. Und da sage ich den Leuten immer, das ist dann so das tägliche Brot, das man hat. Ich habe zum Beispiel mein Business dann Different Manual, das habe ich immer bei mir. Und wenn dann irgendwann mal eine Situation kommt, wo ich dann sage, Scheiße, was mache ich, dann nehme ich es und schlage es irgendwo auf, ja, in dem Vertrauen, dass ich da was finde. Und dann gibt es genau ein Pool und ein Park, geil. Das probiere ich jetzt. Ja. Und das könnt ihr mit dem Foundation Manual genau machen. Ja. Man muss jetzt nicht alles lesen und runterbeten, ja, wie in einer Schulklasse. Das soll irgendwie eine Basis sein, die euch einfach hilft, wenn ihr es braucht. Ihr müsst auch diese Tools nicht auswendig lernen, aber was ich immer dazu sage, hört euch den Lernkurs auch aufnehmen, hört euch die Aufnahmen an und nehmt euch das Manual mit. Und wenn dann irgendwann mal Kleinigkeiten, ja, ihr ärgert euch wie der Teufel, dass euch der Bus davon gefahren ist. Genau das ist der Punkt, wo ihr dann das Manual aufmacht und ihr denkt, dann kommt vielleicht die Frage, ja, was ist richtig daran, dass ich noch nicht erkannt habe? Oder ja, Allowance, ja, die Geduld haben, ja. Da geht es nicht darum zu analysieren, das Warum, sondern Werkzeuge zu haben, die es euch ermöglichen, von diesen Außeneinflüssen nicht mehr tangiert zu werden. Ja. Ihr könnt wählen, was ihr wollt, ihr könnt Drama machen, ihr könnt schreien, ihr könnt glücklich sein. Wenn ihr das wählt, das ist in Ordnung, ja. Dass jemand anderer sozusagen diese Knöpfe drückt, ja? Dass euch andere Umstände aus der Bahn werfen können. Das ist das, was irritiert, weil dann glaubt man immer, man ist Opfer, aber es gibt kein Opfer. Und da sind die Tools ein unglaublich toller Beitrag, weil es wirklich für alles, was im Leben so einem zukommt, man hat ein Tool, wo man sagen kann, okay, und das probiere ich jetzt und damit regle ich das und damit renke ich das wieder ein und das wirft mich einfach nicht aus der Bahn. Man wird sozusagen, man wird zu diesem Felsen der Brandung. Die Dinge, die auf einen einprasseln, die werden nicht aufhören. Ja, da muss ich euch gleich sagen, da müsst ihr jetzt dann irgendwo auf eine Alm in den Bergen ziehen, ohne Strom, ohne Warmwasser. Da kann man dann vielleicht vermeiden, dass euch andere Dinge ärgern, aber dann kommt vielleicht in der Nacht die Fliege und fliegt um euch herum und ihr ärgert euch. Ja. Es geht nicht darum, Dinge zu vermeiden, es geht darum, mit Dingen umgehen zu lernen, dass sie einen nicht mehr aus der Bahn werfen, tangieren oder ärgern. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir werden lernen und üben, diese Dinge zu unserem Vorteil zu nutzen. Weil nichts im Leben passiert umsonst. Ja. Man kann alles umdrehen und sagen, Moment einmal. Wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen? Und wer hat denn da eine blöde Frage? Es gibt keine blöde Frage. Auf der Website steht 9:35 Uhr, machst du 4 Tage lang jeden Tag so. Nein, wir am ersten Tag sind nur noch 3,5 Tage, man kann das aber nicht einstellen. Am ersten Tag fangen wir um 16:30 Uhr an und danach haben wir 39 bis 17:30 Uhr geschrieben. Also der erste Tag ist
ein Abendkurs. Und 3 Tage sind dann 9:30 bis 17:30. Das wurde geändert, aber ich weißt du, Elise, wie man das auf der Website einstellt? Ich habe es noch nicht herausgefunden, aber es sollte eigentlich in der Kursbeschreibung drinstehen. Aber danke, keine Ja. blöde Frage, eine Ja. coole Frage. Ich Dann weiß schreiben leider wir nicht, das wie man das vielleicht noch an anfängt. alle an, dass die dann nicht am Donnerstag schon um 9:30 Uhr vor der Tür stehen. Ja. Mache Gut, ich noch mal. wunderbar, sehr fein. Okay. Also, Ja, und wenn es ich. sind auch viel liegen da. Also man kann auch entspannen, auch für all diejenigen, die denken, oh Gott, 4, 3,5 Tage und so. Nein, also man kann sich auch hinlegen, Körperprozesse austauschen und Bars auch laufen lassen ja. während dem Kurs, ja. Man darf sch offiziell schwänzen. Das wird in Deutschland besonders lustig. Ich habe mir gedacht, die Deutschen sitzen, auch die Österreicher auch. So habe ich auch meine ersten Kurse gemacht mit Notizblock und alles mitschreiben. Da wird nichts passieren. Da lege ich mich nicht faul auf die Liege, da höre ich zu. Naja, ich habe das dann am zweiten Tag am Nachmittag aufgegeben und dann eine Bar-Session bekommen, während facilitiert wurde. Und lustigerweise habe ich es trotzdem mitbekommen. Also man kann nicht nur durch das Hirn Information aufnehmen. Das geht intuitiv, energetisch auch. Aber das werden wir lernen. Das werden wir üben. Ja, meine Lieben, wenn es sonst nichts mehr gibt, wenn ihr Lust habt, ihr müsst es euch nicht gleich entscheiden. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr auch Fragen stellen. Wenn ihr Hilfe braucht mit einem Hotel oder wo die Venue ist oder wo man parken kann, ich glaube, das alles werden wir auch machen. Das war eine eigene Frage, was ich mir hier abgehalten. Naja, man muss die Menschen nehmen, wie sie sind. Ja? Was ich gelernt habe, ist, es geht um die Stunden, es geht um die Veränderung. Und weil ein Kurs 4 Stunden länger dauert, ist er deshalb nicht besser. Aber wenn ein Mensch diese Ansicht hat, dann braucht der eine Struktur, wo die Stunden mehr wert sind als die Veränderung. Ja? Also diesen Menschen, die sagen, wow, cool, bitte finde etwas, was für dich passt. Access ist nicht für jeden. Also in dieser, das, so ist das, so sind die Menschen, nicht in die Bewertung gehen, ja. Die wollen das so und das ist auch okay so, ja. Das ist so wie, wenn ich zu Vegetariern zum Essen eingeladen werde, dann stelle ich mich auch darauf ein, dass es kein Fleisch gibt, ja. Da kann ich dann ab oder zu sagen. Also nehmt die Menschen, wie sie sind, mit allen Facetten und wenn jemand genau, die Uhr abstoppt, wie viele Stunden? Wow, cool. Gratuliere, aber mein Kurs ist nicht so. Ich folge der Energie. Bei mir zählt Veränderung mehr als Zeit. Aber ja, lasst es euch da nicht aus der Ruhe bringen. In die Erlaubnis gehen. Ein cooles Tool zu sagen, hey, wunderbar. Ich kenne das auch von den Yoga- und Pilates-Lagern. Ja. Ich mache eigentlich beides gern und dann gibt es ein paar Extremisten. Wie kannst du nur Pilates machen? Da ruinierst du dir dein Kreuz, Yoga ist viel besser. Danke. Nicht alles ist für jeden, nicht jedes muss für alle sein. Ich werde der Energie folgen. Meistens rede ich zu viel, wie ihr wahrscheinlich gerade gemerkt habt. Speziell in Deutsch, weil das ja so leicht über die Lippen kommt. Genau, das Heraussehen ist, die Geschichte nicht abzukaufen, aber auch das kann man üben. Ja, meine Lieben, die WhatsApp-Gruppe hat die Elisabeth gerade in den Chat gestellt. Kopiert es euch raus, wenn ihr noch Fragen habt. Einfach loslegen und Fragen stellen, denn wenn etwas die Welt verändert, das sind das Fragen. Und wie gesagt, es gibt keine blöde Frage. Die Frage in den Zeiten war fantastisch, denn jetzt wissen wir, woran wir die Leute erinnern mögen. Ich wusste nicht, dass das noch immer so auf der Website ist. Also vielen Dank, Francine. Dankeschön. Und an euch auch vielen Dank. Sollte es bei euch auch so heiß sein wie bei uns in Wien, genießt die tropische Hitze und ich würde mich freuen, euch dann in München oder irgendwann mal später bei einem Kurs zu sehen. Und bis dann, alles Gute, meine Lieben. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Oh, Schönen Peter. Abend. Tschüss. Ebenfalls, Tschüss. danke. Tschüss.